Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Escape. Ja, wir haben das Raumschiff hinter uns gelassen und sind jetzt in diesem komischen Raum. Wo wir immer noch nicht verstehen, wie das so mega passieren konnte. Ich habe einen Schlüssel. Ja, schön. Ich habe noch mehr Schlüssel. Fluch. Das noch schöner. Nein! Warum muss ich auch draufdrücken, diese verdammten Knöpfe? Jeder macht irgendeinen Schrank auf. Ich kann keinen aufmachen, das sind überall. Kannst du die Tür hier aufmachen? Da war Was? gerade 2, 3, 4, 4, 3, 3, 2. 2. 2, 4, 3, 2. Ganz hinten. 2, 4, 3, 2. 2, 4, 3, 2. Lockdown. Hilfe! Was passiert hier, Was? Mieser? Ich weiß es nicht. Alter! Wo sind wir denn jetzt gelandet? Raumschiff? Nein, es sind irgendwelche Puppen, oder? Ah, da ist sie! Nein, mach sie weg, mach sie tot! Ja. Nein, ich wusste es. Dieses Spiel hat Puppen. Das ist nicht in Ordnung. Warum hat dieses Spiel Puppen? Nein! Hör! Geh weg mit dem Scheiß! Nimm es weg! Nein! Hör auf! Das ist nicht lustig. Warte, hier muss man die ja irgendwo besonders hinstellen. Ja, ich stell dich gleich mal irgendwo besonders hin. Okay. Ja, hier, auf die. Hier oben drauf. Oh. Da, irgendwo auf diesen Regalen. Die ist so hässlich. Hallo, hallo, hallo. Ja, toll. Müssen wir jetzt alle Puppen suchen? Anscheinend ja schon. Wir haben Dominosteine, die können wir hier wahrscheinlich reinpacken. Aber wir müssen rausfinden, Alter. welche Dominosteine. Okay. Es scheitert. Okay. 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 Hör auf, so rumzuquietschen. Hui. Es bimmelt. Auf zu heulen, Drecksvieh. Das ist echt gruselig. Ich hasse Puppen. Ich auch. Ah! The Gott, next die Grillen. Puppe. Ich hab einen Schlüssel. Ich weiß aber nicht wofür. Gott, ich hab so Gänsehaut, ey. Ich hasse Puppen im Spiel. Nicht nur du. Ich habe hier so ein komisches Bild, was ich antatschen kann. Oh nein, ich hab ein Messer. Gibt's nicht der Puppe. Warum habe ich ein Messer? Oh, warte. Ah! Oh, ist Mann! ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Oh, Entschuldigung, Puppe. War voll mit Absicht. 7 PM. Also 7, also 19 Uhr am 3.6.2012. Irgendwo was passiert? Hm.
Hatte die Schnauze. Vielleicht muss man. Na schön, dass du das hatet. Ich hate dich auch gleich mal. Ich dachte gerade irgendwie, dass die Kerzen hier noch was zu sagen haben, aber. Grün, gelb, blaue Augen. Okay, wir haben noch diese Dominosteine. Oh. Hier, aber die sind hier hinten für die Tür. Würden da wo reinpassen, würde ich sagen. Oh, mal. Hattest du nicht irgendwie gerade noch irgendwo eine Zahl? Ja, 3, 6, 12. 3. Please don't go. So, hier habe ich eine 12. 3, 6, 12? Da fehlt noch eine Zahl. Vielleicht noch die 7 davor. 7 PM. Weiß nicht, gibt es eine 7? Ich hab keine Ahnung. Finde es heraus. Nein. Gut, dann ist es das schon mal nicht. Wohl. Könnte das vielleicht der Code für die Uhr sein? 3, also 7, 3, 6, 12. So, das ist jetzt 17 Uhr. Warum 17? Ja, oder 5 Uhr. Hattest du nicht einen Schlüssel? Ja, den habe ich auch schon gebraucht. Ach so, okay. Es muss irgendwo noch ein Schlüssel sein. 7. 3. Sechs. Okay. Soll ich einen Hinweis geben, oder? Ja, mach mal. Einen können wir nehmen. Ich tippe auf das Zahnreiz von der Uhr, um die Uhr zu wechseln und ziehe den Hebel dreimal bis 5, 9 und 11. Bei 5, 9 und 11? Warum? Also 5, 9, 11. 5, 9 und 11. Okay. Ein Bild. Wie aber keine weitere Puppe. Nein. Achso, dann muss ich gleich die Puppen da in eine richtige Reihenfolge packen, aber dafür bräuchten wir erstmal alle Puppen, oder? Da. Nimm ja, sie, pack gut. Sie weg. Ja, ich pack sie da hin.
Aber das Bild ist schwarz-weiß. Und die sehen alle gleich aus. Zweimal hat der gar keine Augen, der hat nur schwarze Augen. Okay. Hier sind Bücher noch drin. Chapter 1. Chapter 1. 1. Okay. It's a secret. Stimmt, wenn ich dir gleich welche aufs Maul hau, wenn du nicht endlich die Fresse hältst, Junge. Also ich denke mal, dass die letzte Puppe wirklich hier drin ist, in dem Kasten. Aber dafür ja. Brauchen wir den Schlüssel. Ja, und der ist wahrscheinlich hier drinne. Dafür müssen wir die Dominosteine haben. Helft uns, Puppen, helft uns! Oha. Jetzt haltet ihr die Schnauze, echt jetzt? Ich steige in den Schrank und bleib da drin. Für immer und ewig. Bleibe bei euch. Das ist doch bescheuert. Na, wir wissen weder die Reihenfolge dieser blöden Dominosteine noch. Ja, nun bleib erstmal locker. Oder müssen alle Doppelten hin? Ich habe keine Ahnung. Haben wir so viele Doppelte? So. Nur bitte die 3 raus. Warte mal eben. Ich muss mal eben ein bisschen was umändern hier. So. Ach so. So. Nein. Wird das dann auch nichts gebracht? Vielleicht andersrum? Das gibt's doch wohl nicht, dass wir dieses Rätsel... Also, diesmal ist es echt schwer. Ah, okay, wir haben noch 3 andere Steine. Ah, nee. Hier liegt ja auch noch einer. Oh Mann, Leute, es tut uns so leid, dass wir so dämlich sind. Hat doch nichts mit dämlich zu tun. Wir haben nur Angst vor gruseligen, grinsenden Puppen. Die Mehrsteine hatten wir nicht. Oh. Okay, das ist ekelig. I need you. Irgendwo vielleicht. Setz dir die Puppen in die Regale, die Bilder neben dem Bett geben dir Auftrag, schwarz, blau, gelb, grün, rot. Aber so weit sind wir doch noch gar nicht. Ah, Mann. Oder? So. Blau ist definitiv auf 2. Schwarz ist da. Dann kommt Gelb. Mann, warum schmeißt er die denn immer weg hier? Und Rot zum Schluss. So. Ja, fehlt nur noch die mit den grünen Augen und die ist hier drinne. Ja, wo wir aber nicht rankommen, weil wir die scheiß Dominosteine nicht richtig aussortieren können.
7, 3, 6, 12. Sieben. Drei. Drei. Oh, ist doch nicht dein scheiß Ernst. Balk. Ich hab einen Schlüssel. Ja, ja, hier macht die Dings auf. Die Truhe. Ach, da ist der Schlüssel noch. Pillen! Oh! Alles klar? Lisa! Hilf mir! Ich fliege weg! Hey! Congratulations! Illusion! Juhu! Oh Gott sei Dank. Ich diese scheiß Pillen in der Hand. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Oh Gott, das Name. Oh mein Gott. Wir sind kleine Angsthasen. Zumindest was um Puppen geht. Ja, das stimmt. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, das war dann eben halt Illusion. Jetzt müssen eigentlich nur Sleepy Hollow und Estate Escape. Yep. Ja, das ist es. Willst du die jetzt echt alle noch aufnehmen? Nein. Okay, gut. Gute Wahl. Ja, wir haben es nämlich schon 0 Uhr. Yep. Ja, also dieses Mal haben wir ein bisschen mehr verkackt als bei den anderen beiden. Fand ich überhaupt nicht. Na, wie oft haben wir jetzt blöden Dingsen gedrückt, hinweist? Ein Dutzend Mal. Yep. Und diese Puppe ist immer noch hässlich. Piss die Puppe dahin? Das sieht aus, als ob die pinkelt. Ja, guck sie doch mal an. Tatsächlich. Ja, siehst du, sag ich doch. Warum lacht sie so dämlich? Das ist die grinsende schwarzäugige Puppe. Gruselig. Ja, gut. Ja, okay, Leute. Ja. Ja, genau. Voll abgekackt. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ja, würde ich auch sagen. Das nächste Mal nehmen wir dann Sleepy Hollow in Angriff. Ja, das soll aber gruselig werden, habe ich gerade gesehen. Juhu, alles klar. Gruseliger als Puppen kann sie werden. Vorschau. Ui. Vorschau. Es wird so toll. Es sieht so schaurig aus. Halloween-Nacht. Ja. Yay. Mal gucken, was uns diesmal jagt. Dann okay, bis Leute. Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.